Okay, 3, 2, 1. Ja, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2, zur siebten Folge. Oh. Ja, Staffel 1. Nee, also es ist ja nur eine Staffel. Mission 2. Episode 1. Habe ich Episode 1 schon gesagt? Ich weiß Ich nicht. weiß es auch Wir nicht. spielen einfach mal weiter. Ja, genau, wir machen weiter. Und ich verbann uns wieder in die linke Seite. Ich bin wieder fröhlicher Zuschauer. Ja, ich glaube So aber, wie ich hoffe, damals. das war es jetzt auch. Ich glaube, das wird erstmal die letzte Folge sein von dieser Staffel, Das cool wäre, wenn Episode. es hier so eine Episodenvorschau gibt für die nächsten. Ich weiß, vielleicht kommt So das ja wie am bei Ende. Walking Dead, wo man so einen Eindruck für die nächste Woche. Die müssten ja nächste Woche schon rauskommen. Meine ich zumindest. Oh Gott! Der Oh. Slenderman! Kleiner. Pass auf! Ja, das ist. So. Sie haben verloren. Was ist denn da? Ich will jetzt mal gucken, ob hier irgendwas stinkt. Ich glaube, ehrlich gesagt. Nee, Alien! Alien! Idiot. Ah, Stein. Stein. Ich nenne ihn Freund. Ich eine Lampe. Warum gucke ich eigentlich auf den Bildschirm? Ja, das. Vorhin hat. Ich bin manchmal geswitcht, weil der Bildschirm auf dem Laptop hat eine Verzögerung. Was auch normal ist. Und dann sieht man manchmal Ich höre da Aktion was. zweimal. Achso, oh. Oh! Was? Nein! Stumm werden, stumm werden. Ja, Links. ich will das ausprobieren. Das Monster kommt! Ha, siehst du? Das Ach, die sieht das. sieht den Weak Point. Jetzt weicht doch nicht aus. Ist er jetzt tot? Ja. Geil. Ich wusste das doch. Das Monster kommt! Hat sie gesagt? Ja. Du hast drauf gezeigt, dass das Monster kommt. Als ob man das nicht sehen würde. Ach was! IA! Ja. Mein Gott, ey. Immer Hallo. so ein. Gibt's vielleicht noch ein paar mehr Horror-Klischees? Wer bitte hat das Ding angemacht? Ich höre was. Ja. Elliot? Ach, Das nein. Gesicht, ja, das ist ja optimal. Ja, was ist denn bei dem Ding Gesicht? Ja. Das Ding da oben am Rumpf, was da so dran steckt. Ist aber nett, dass sie das hier so beleuchten. Wer Ja, auch glaube ich. immer das beleuchtet. Warum auch immer man das beleuchtet. Wo hat das Ding denn seinen Strom her? Also wir sollten jetzt hier 15 Minuten drüber reden. Ein bisschen in die Länge ziehen. Ja. Vielleicht ist hier noch irgendwie was. Nichts Aufblinkbares oder so. Wäre richtig assi, so mitten im Busch Ich oder glaube, ich so. laufe jetzt auch mit ihr vor, weil dann kann ich den Ah, Weakpoint guck am mal. schnellsten sehen. Oh, da ist ein Vieh. Wo ist der Punkt? Bein, rechts. Rechts. Okay. Was hat der denn? Elefantitis oder was? Du hast ein Problem mit Wasserbein, Junge. Ja, viel Muni haben wir auch nicht mehr. 26 Schuss Ja, dann nehme ich verschwinden. jetzt nicht die Ja, Pistole. ich meine. Rubin. Rubin. 250. Ich glaube, wir sahen die Mission richtig ab mit Punkten. Ja. Da ist eine Kiste. Ah, ich habe das doch gar nicht gemacht. Ich trau mich da gar nicht dran. Ich kann es dir ja so ein bisschen erklären. Ich So, spiele mal den X. Erklärbär. Okay. So, jetzt kannst du. Oh. Hier rot ist schlecht, Rot ne? ist schlecht, genau. Und jetzt gehst du. Du darfst nicht ganz oben in den Balken kommen, das wird immer kleiner. Und sobald es rot wird, weißt du, du bist nicht in dem richtigen Punkt. Also du musst da in die Mitte und das kleiner machen. Siehst du, es bleibt immer noch orange. Und immer höher, immer höher, immer höher und. Könnte auch Nein, passen, nein! oder? Nee. Nee. Doch, bleibt noch orange, war ja richtig. Sobald es rot wird, da ist es nicht. Stopp. Okay. Ah, jetzt check ich's auch. Yes, versenkt. Und da ist drinne. Ah, ich habe Noch ja gar nichts ein drinne. Verarscht. So ein Zettel. Loser. Du bist tot. Das ist aber ein bisschen sehr empfindliches Gestrüpp, oder? Ja, irgendwie. Alter, welches Gestrüpp wackelt denn so? Oh, Zombie-Gestrüpp. Erstmal durchs Fenster gucken. Reinklettern. Hä? War da jemand? Oh, da ist irgendwas rot. Irgendwas ist da. Ja, da kommt. Also. Hä? Das stinkt was. Aber es sieht nicht aus wie ein Zombie. Was zum. Hä? Was ist das?
Der ist irgendwie von irgendeinem Vieh, das da so ein Stückchen Geruch hingepinkelt hat. Und das jetzt gleich irgendwie kommt. Habe ich einen Stein? Ja. Ja. Toll. Der hält das Ding super in der Waffe, macht aber nichts, wenn Clean angegriffen wird. Der steht da doof neben und ja, lass mal machen. Ich könnte ja verletzen. Ja. Wir nehmen auf, ne? Ja. Ja. Die Kreaturen sind einige aus. Der gleichen Symptome wie Ouroboros. Ouroboros? Ja. Achso, das war ausweichend. Der Virus, den böse Menschen vor einigen Jahren in Afrika. Resident Evil 5? Die Frage ist, wie kam der hierher? Ist das nicht immer die Frage? Warte mal. Guck mal links das Haus. Ich glaube, das ist der Schatten von einem und das Haus. Schatten von einem Zombie, der da drin liegt. Kann das sein? Oder von irgendeinem Leich, die da drin liegt. Wieder rein. Ratten! Dreckige Fratten. Ich wollte drauf da. Da, da ist er. Tatsache. Oh, der tut bestimmt nichts. Aber zur Sicherheit. Nee. Der blutet nicht mehr. Ausgeblutet. Das hat bestimmt noch irgendwas. Da liegt doch was zum Lesen. Auf Russisch. Ich kann es gar nicht glauben, ich habe es lebend da rausgeschafft. Zwar nicht unbedingt in einem Stück, aber lebend. Nett. Ich kann immer noch gar nicht begreifen, was da vor sich ging. All dieser Aufwand, nur um uns Angst zu machen und um mit uns zu spielen. Es war ein Wahnsinn. Ich habe ein paar Menschen im Wald getroffen, aber sie haben mir nicht geglaubt. Ich muss sagen, dass ich ihnen nicht unbedingt Vorwürfe machen kann. Ich hätte mir auch nicht geglaubt. Wer würde sich schließlich gegen sie auflehnen? Sie, die uns alle gerettet hat. Sie, die uns alle gerettet hat. Das läuft wahrscheinlich auf die Tuse hin, die ganze Zeit über den Armband quatscht oder so. Kann das sein? Das kann sein, ja. Ich kann das nicht alleine tun. Ich bin zum Funkturm gegangen und habe versucht, nach Hilfe zu rufen, konnte aber kein Signal rausbekommen. Wir sind ganz alleine hier draußen. Aber wenn wir keine Nachricht nach draußen schicken können, ist das unser Ende. Rettung. Dass ich nicht lache. Ach so. Sie ist der Teufel persönlich. Ja, hätte mal bestimmt Oben den Schalter eingeschaltet, dann hätte er was rausschicken können. Kommt aber keiner drauf. Schalter an. Geht wahrscheinlich da am Haus vorbei weiter, ne? Kann man das irgendwie sehen, wo der ist? Weil den müsste man doch eigentlich. Ich kann vielleicht das Schloss aufbrechen. Aufbauen. Kling! Ich kann das aufbrechen. Messer draufschlagen, kling. Also ich weiß nicht, was der für ein Messer hat. Ich glaube, wenn ich bei mir im Spind versuche, mit dem Messer das aufzubrechen, dann tut mir immer die Hand weh. Jetzt noch einmal ein Schloss auf der Arbeit. Oh, da ist so ein Vieh. Versteck dich. Sie sind da. zieh an meinem Finger. Kann ich die so umbringen? Nee, ne? Eine Brandflasche, die könntest du auf die werfen. Oh, cool. Ja, Schleich, hallo. In die Hocke. Alle, ich versuche mich hier gerade zu verstecken. Könntest du bitte mir dir ein bisschen mehr Mühe geben? Vielleicht auch nicht mit der Taschenlampe auf die zu zeigen. Danke. Ich kann den Weakpoint vom zweiten nicht sehen. Ist egal, werft doch die Brandflasche einfach mal. Dann sehen wir auch, wie die abgeht. Weil bis jetzt hatten wir nur immer diese Explosflaschen, glaube ich. Die am besten in die Hocke. Ja. Und jetzt schön so. Das. Ah, den leider nicht. Ja, ich will mal gucken. Ich sehe. Ja. Ah, Topf, ne? Das ist Topf. Okay. Mein Gott. Alter, kannst du mal bitte einfach mal stillhalten? Ah, ich dachte, ich könnte an dem vorbeilaufen. Ja, lass dir doch Zeit. Ach, Mann. Achso, ich kann ja nicht laufen, wenn ich verletzt bin. Ah, nee, wenn ich blute, kann ich nicht. Was ist denn? Ich denke mit Kreis kannst du nach hinten so ausweichen. Das stimmt. Das Warte, boah. Wie sieht das denn? Mann!
Ah, musst du nachladen, ich glaub's nicht. Der greift die Kleine an. Ah, endlich. Ey, das ist... Ist ein scheiß Vieh, ey. Da kann ich bestimmt nicht rein, weil das ist bestimmt zu. Oh. Ich hab hier nicht gerechnet. Ich will da aber gar nicht durch. Gucken, was da noch ist. Ja, deswegen. Jetzt hab ich aber bestimmt auch arschviel Munition verbraucht. Der Sturmgewehr ist, glaube ich, leer. Ja, fast, also außer ein paar Schuss. Hier ist nicht. So, und da sind wieder Fußspuren. Ach, guck mal, da ist. Kann sie so den auch wegräumen? Ja, der liegt ja wahrscheinlich nichts. So, gleich krabbeln. Keine Zombie-Stinke? Nee. Aber hier und sowas? So gut. Wo hat sie den Schlüssel her? Das war so eine Schiebetür, wo man so einen Riegel hat, den man auf Seite schiebt. Hä? War es das jetzt? Ja, das war's. Ein Kraut. Toll. Dafür bin ich jetzt extra hier hingelaufen. Ja. Sie muss da noch irgendwas sein. Naja. Ein bisschen enttäuschend. Total. Ich nehme sie. So, das heißt jetzt, ja, geht's da links durch das Tor. Ja, ist das nicht jetzt doch? Und da hinten ist irgendwie. Wir sind auf jeden Fall nah dran. Liegt da eine Flasche? Oh. Sturmgewehrmuni. Ja, aber recht wenig, ne? Schießpulver lasse ich der mal. Und lag auf dem Tisch nicht noch was? Mann, na endlich. Oh. Leere Flasche? Das kann man ja mit dem Schießpulver, glaube ich. Oh. Stellen Sie zwei Waffen her, indem Sie leere Flaschen und verschiedenen Ressourcenobjekten kombinieren. Um Objekte zu kombinieren, wählen Sie kombinieren im Objektebildschirm oder kombinieren Sie mit Hilfe des Kombinierenbildschirms. Was? Oder kombinieren Sie mit Hilfe? Objektebildschirms und Kombinierbildschirms. Also jetzt kannst du wahrscheinlich mal gucken. Alkohol und der leeren Flasche kannst du so Brandflaschen machen. Das finde ich. Haben wir. Wo ist denn Alkohol? Da, ist das? Rechts. Das da. Tu mal da. Das will ich haben, ne? Genau, leere Flasche. Kombinieren mit dem. Und Katschin. Ja. Finde ich auch viel besser. Dann gebe ich ihm das noch. Genau. Ja. Wir könnten nochmal wieder. Oh, da hinten noch eine Karte. Eine Karte! Hey, wir haben eine Karte. Soll ich da rein? Ja, ich denke mal, da wird es weitergehen unten. Der ist mal da ins Häuschen. Ja. Wir bräuchten mal wieder so einen Waffentisch, wo wir. Ich bin einfach. Auf jeden Fall. Der Gott des Vorhersagens. Und der Bescheidenheit. Ja, da, natürlich. Verbandsmaterial? Ich bin mal kurz. Das kriegt sie wieder. Genau. Das ist auch. Wobei, das kannst du jetzt gebrauchen. Stuff? Was? Ja, das Waffenkit, sag ich mal da. Stimmt. Was wollen wir denn verbessern? Was war es für ein Mod? Achso, ich kann jetzt einfach mal gucken. Schaden. Schaden, ja. Gut, Frage. Pistole oder Sturmgewehr? Also die Magnum, die, ich meine, die hat von Grund auf hohen Schaden. Ja, die hat auch. Die benutzen wir auch nicht so wirklich. Ganz oft. Also entweder das Sturmgewehr oder also, die Pistole. Ich würde ja sagen, mach das Sturmgewehr. Ja. Da finden wir meistens auch viel Muni für und dann. Bin ich auch. Mach die ein bisschen mehr. Wir können jetzt mal gucken, gehen wir zurück. Jetzt macht die anstatt 85, 98,75. Das ist schon einiges. Ja, und also es ist fast wie die Pistole. Die Pistole macht 100. Ah, okay. Stimmt. Ach, da muss man... Oh, Point of No Return. Oh nein, das sieht aus wie ein Arena-Kampf. Dead End. Ich müsste noch so ein kleiner Bosskampf so. Ja. Fürs Ende der Episode. Ich kann das gerade ganz schlecht einschätzen. Der Funkturm ist gleich da vorne. Der Funkturm ist gleich da vorne. Guck mal nach links. Ich wechsle mal auf sie. Ich hatte gerade gedacht, ich hab da was gesehen. Ah, da Steine so ein bisschen. Man muss auch immer mal so auf dem Dach gucken oder so, ob da nicht doch irgendwie so ein blaues Ding ist. Oh Gott, wenn ich das große Tor schon sehe, ne? Was ist das für eine dicke Leitung, ne? Ah. Da ist was. Sturmgewehrmuni, ja. Kann er direkt mitnehmen. So. Hä? War da noch was?
Da hinten noch gucken. Und ich habe auch. Ach, da liegt doch uns. Ach, der Ziegelstein. Ach so. Ja. Ziegelstein in Pfütze. Das ist ein Unterschied. Ich wollte jetzt hier ins Haus, bevor ich da diesen offensichtlichen Weg lang gehe. Ja, wahrscheinlich irgendwas Böses. Oh, da habe ich schon was gesehen. Aber was Grünes? Ah, nee. Da ist ein Stinker. Oh, ja, das ist aber auch einer mit. Mit Schwachstelle. Vielleicht kann ich den Mäuscheln? Soll ich versuchen? Okay. Wo war denn seine Schwachstelle? Ich glaube, irgendwo oben, kopfmäßig. Nein, so der Höhe. Nochmal. Kopf, ja. Okay. Die sind recht schnell, wenn sie einmal laufen. Ja, vor allem die bewegen ihren Körper so behindert immer. Sehr schön. Okay. Ein bisschen wächst am besten auf die Kleine, oder? Ja. Ah, ja, gut, dass ich das sieht. Ja, das sieht aus wie Bein unten links. Bein links. Oh, da liegt noch Waffenmuni. Pistole. Wo war denn der? Achso, da hinter der Tür. Hey, komm doch. Kleine Pisser. Oh, der hat noch so ein kleines Bein. Doch nicht. Was falsch? Wo ist denn der? Ja, der haut auf die Kleine. Ne, die Kleine ist hier. Nee. Der backt sich gerade da in der Wand rum. Soll ich mir rechts sein? Ja, ja, ah, okay. Das war doch rechts. Gut. Sauber. Sah aus wie links. Kommt noch ein. Yes. Ja. Was ist denn das dann, was, worauf ich da schieße? Seine Hoden. Beinhoden. Hast du keine? Deswegen tut das immer vors Schienenbein laufen. Ist das eine Kaputtmachkiste? Nee. Ja, ich glaube, so steil ist hier so. Da geht es wieder Raum zurück. Also wird es da auch irgendwie weitergehen. Hier. Ah, da gibt es etwas. Dumme Bemoni, schön. Bist ja doch vielleicht noch einmal dran. Ja, ich weiß es nicht, kann sein. Jetzt sind wir auf jeden Fall, glaube ich, hinter dem Tor. Da, wo eigentlich dann... Achso, ich wollte mit Dreieck zuschlagen. So. Oh, das, nein, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ja, hier kannst du wahrscheinlich nur zurückspringen. Ja. Will ich jetzt nicht. Ach, da ist der Schalter. Soll ich den anmachen oder sollen wir auf die nächste Episode warten? Nee, mach an. Hast du noch ein paar Minuten. Stromzufuhr. Da rüber, Kabel folgen oder was? Da rechts geht das Kabel lang. Und ich verschwinde dann da drüber. Da muss man irgendwie da auf die andere Seite kommen. Ich kann doch bestimmt hier nicht durch, oder? Nee, ich glaube. Muss man wahrscheinlich elektrisch. Damit kommt man durch. Ja, dafür brauche ich ja Strom. Wo? Oh! Fuck! Psst, du bescheuert. Okay, da brauche ich gar keinen Weak Point, weil das Kind nicht mehr. Ja! Wobei, doch vielleicht. Oh, da links noch einer! Wo war der Punkt? Unten rechts. Strummelbeinchen. Das sah aus wie so ein Pirat. Ich war ja immer Pirat. Ach, kannst du mal bitte auf. Alter, Mann, das macht er extra, oder? Sehr schön, hast du gut gemacht. So. Das war ja assi. Dann müssen wir hier erstmal triggern. Oh, ich höre noch was. Hier ist was. Schon mal sind wir klein. Ne, das ist nur so eine Aufmachschlagkiste. Ah, eine Pfandflasche, ja. Perfekt. Optim. So. Was war denn das jetzt? Warum kann ich diese Kugel nicht so... Ach, Leute. Linke Arm. Hand. Also Hand. Ja. Wow. Ah, die taumeln dann. Das ist echt fies.
Bein finde ich besser. Ach, ja, ich dachte, ich wäre weiter entfernt. Ist ja meistens so ein bisschen gewohnt, auf den Kopf zu schießen. Ah, da hätte ich fast die Kleine. Oh, der lebt ja noch. Könntest du bitte aufhören, so. So. Ja, wunderbar. Also, bei ihr schluckt ihr Dreck und Kraut. Ja. Raucht ihr mal Kraut. Raucht ihr mal Kraut. Also, ich finde, ja, die Kräuter in der Wildnis, die mich vom Tod retten. Weißt du, was wir jetzt machen? Du musst als nächstes dran. Ich werde dich jetzt in den nächsten Raum ins Episode enden. Ja, ich glaube, da kommt noch ein Bosskampf. Ja, gut, den nehmen wir uns für die nächste Folge auf. Wir sehen uns.